Der Hundesimulator ist ein verrücktes App-Spiel, wo wir als Babywelpe starten, komplett aufwachsen werden von Geburt bis Tod. Und auf dem Weg dann müssen wir uns entscheiden, ob wir ein guter Hund werden oder ein schlechter Hund. Du willst auf jeden Fall nicht die Geschichte verpassen, wie unser Hund ein komplettes Leben leben wird. Okay, Leute, das soll anscheinend ein Hund sein. Gut, dann würde ich doch mal sagen, drücken wir hier mal ein bisschen rauf, um unseren Hund quasi wachsen zu lassen. Und jetzt, guck mal, langsam sieht er immer mehr aus wie ein Hund. Und ich muss draufdrücken, komm schon. Und ja, guck mal, er wird langsam zu so einem Babywelpe. Und yo, Leute, und ich habe jetzt gerade sogar, guck mal hier. Das sind wir, Leute, so ein kleiner Babyhund. Schaut ihn euch mal an, Leute, der sieht ja mal so süß aus. Und nein, Leute, wir müssen uns einfach jetzt entscheiden zwischen einer Familie. Entweder nehmen wir die linke oder die rechte. Familie Smith oder Familie Miller. Ene, mene, Miste, es rappelt, Nagisse, ene, mene, weg und du bist weg. Leute, ich muss Familie Miller nehmen. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt erstmal Familie Miller und ey... Guck mal, wie die abdancen, Leute. Oh mein Gott, ich bin heute so gespannt, wie wir unseren kompletten Hund aufleveln werden. Und dann auf dem Weg... oh mein Gott, das wird auf jeden Fall heute echt richtig krass, Leute. Und hier können wir anscheinend die ganze Zeit langlaufen und erst mit dem Hund Gassi gehen. Weil ihr könnt nämlich oben gerade sehen, wir sind gerade mal 3 Monate alt, Leute. Und wollen natürlich heute... keine Ahnung, wie lang werden Hundeleben immer gezählt. Ich glaube, 12 Jahre oder so. Deswegen werden wir heute probieren, so lange wie es geht, am Leben zu bleiben und anscheinend sogar den Tod noch erleben, Freunde. So, wir sind jetzt hier schon mal ein halbes Jahr alt, Leute. Und wir können jetzt hier mit diesem Hund, oh, die ersten Aufgaben machen, Freunde. Oh, was? Und jetzt können wir schon mal entscheiden, ob wir anscheinend auf unseren Vater pinkeln wollen oder in den Garten pinkeln wollen. Ah, wären wir ein entspannter Hund, Leute, oder ein richtiger böser Hund? Ich würde mal sagen, wir pinkeln mal auf unseren Vater. Oh, mal gucken, was passiert, Leute. Wir sind ein Babywelpe. Das kann natürlich mal passieren, ne? Und jetzt, guck mal, pinkeln wir einfach auf den. Oh mein Gott, können wir sogar ein Foto davon machen, oder was? Oh, wir haben ein Foto davon gemacht. Und jetzt ist natürlich unser Vater, beziehungsweise, ja, er ist natürlich gerade relativ aggro. Und hier kann man sogar noch das Foto sehen, Freunde. Ey, wie cool. Okay, guck mal, und jetzt haben wir gerade sogar ein paar... Oh, seht ihr das oben links? Wir kriegen sogar anscheinend gleich geheime Geschenke, wenn wir quasi ein Leben weiterleben, ne? Und jetzt können wir sogar sprinten. Yo, warum sprinten die denn so? Guck mal. Leute, und wir sammeln auch die ganze Zeit Knochen ein, mit denen wir anscheinend richtig, richtig krasse Sachen so holen können. Okay, jetzt haben wir sogar hier schon 9 Monate alt und wir können jetzt hier wieder eine neue Aufgabe machen, beziehungsweise erstmal einen neuen Moment in unserem Leben erleben. Und hier kann man schon mal sehen, machen anscheinend Mutti und Vati richtig Techtelmechtel, Freunde. Und wo bin ich jetzt hier? Ach, ich gucke einfach zu. Genau, das machen natürlich auch einfach die Hunde. Die gucken halt einfach zu, wenn die da so richtig, was, join them, also die, dem beitreten, weggehen oder die Augen? Okay, ich würde sagen, wir gehen weg, Leute. Also das will ich auf jeden Fall ja nicht als Hund sehen. Hier machen wir mal ganz kurz ein Foto davon. Und jetzt hier, hau rein. Das wollen wir auf jeden Fall nicht sehen, Freunde. Guck mal, da haben wir sogar schon mal anscheinend... Oh, was ist denn das jetzt hier? So eine Uhr, Leute. Oh mein Gott, was kriegen wir denn jetzt gerade? Wir haben jetzt hier irgend so eine Uhr bekommen. Und yo, ist die gerade größer geworden, Leute? Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Ich glaube, die ist gerade größer geworden, ne? Hä? Okay, und anscheinend können wir schon mal oben rechts sehen, wir sind schon mal ganz nah dran zu den neuen Geschenken. Und guck mal jetzt hier, wir können jetzt anscheinend, was ist das denn? Eine Hundehütte bekommen. Yo, Leute, guckt euch mal bitte schon unsere Hundehütte an. Wir können auch hier, guck mal, wir können anscheinend unser Haus noch erweitern. Wir können auch so eine Spielzeug-Area machen und sogar noch mal hier so ein bisschen Dekoration, wie zum Beispiel so ein paar Zäune und sowas, ne? Ey, wie cool ist das denn, Leute? Das ist ja übertrieben cool. So, jetzt haben wir schon mal ordentlich was gemacht, das können wir hier schon mal wieder weiterspielen. Und können dann jetzt hier, oh, was ist denn jetzt los? Aha. Oh, und, oh, nein! Es sind irgendwelche Banditen oder so und wir müssen jetzt unsere Aufgaben, sie wird verprügelt. Oh mein Gott, okay, wir müssen schnell, wir müssen sie beschützen, Leute. Bam, 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 bam. Oh mein Gott. Habt ihr das gerade gesehen, was der Hund gemacht hat? Der hat einfach irgendwelche Konfu-Sachen rausgehauen. Okay, und das war anscheinend der gute Hund, der gerade irgendwelche Konfu-Sachen rausgehauen hat, Leute. Ey, wie krass. Okay, dann gehen wir ein bisschen weiter, Gassi. Und guck mal, wir können jetzt sehen, wir kriegen anscheinend unser erstes Geschenk. Und das waren 100 Knochen, Freunde. Und hier, guck mal, sind sogar noch so andere Besitzer. Und, oh, die sind sogar nicht an der Leine, ne? Oh, aha, möchten wir unsere Hunderasse ändern? Nee, ich muss sagen, ich mag meinen Golden Retriever eigentlich, glaube ich, Freunde. Der gefällt mir eigentlich echt sehr gut. Also da muss ich auf jeden Fall nichts geändert haben.
Aber ich möchte ein bisschen böser werden. Ne? Wir sind ja noch gerade mal ein Jahr alt und jetzt sogar ein Jahr und 3 Monate, Freunde. Und wir können anscheinend, genau, wir können jetzt hier wieder ein bisschen was ändern. Und zwar können wir jetzt hier unser Haus ein bisschen besser machen. Auch nicht schlecht. Unsere Play Area auch. Okay, das heißt hier so ein bisschen bessere Spielzeuge gerade noch bekommen. Und ich glaube, wir können auf jeden Fall allein noch richtig geheime Sachen freischalten. Deswegen bleibt unbedingt dran, um das nicht zu verpassen. Vor allem allgemein unser ganzes Leben. Und nein, wir müssen zum Tierarzt, Freunde. Und nein, wir kriegen die Spritze. Guck mal jetzt hier, wir kriegen gerade die Spritze, Freunde. Wir werden gegen irgendwas geimpft oder sowas. Okay, wir müssen entweder entkommen oder ruhig bleiben. Ich würde sagen, Leute, ich will die Spritze nicht. Ich entkomme. Und, oh, schnell weg. Lauf weg, Brudi. Hau ab. Oh, schnell. Nein, ich bin gegen die gelaufen. Och, ich bin, oder? Nee, doch, ich kann abhauen. Haha, hau rein. Und wir sind entkommen, Freunde. Ich will auf jeden Fall nicht geimpft werden als Hund. Ich will hier ganz, ganz böse Dinge machen. Und was ist das denn da? Das erste Hundegeschenk, Freunde. Was haben wir jetzt hier in dem Geschenk drin? Jetzt bin ich gespannt, was wir da drin haben. Wir haben jetzt hier ein neues Outfit, was man freigeschaltet hat. Aber ich finde, das Outfit sieht irgendwie ein bisschen blöd aus. Also gefällt mir auf jeden Fall nicht. Gehen wir ganz kurz weiter jetzt hier. Weitere Knochen einsammeln. Jetzt sind wir schon wieder weitere 3 Monate alt, Freunde. Jetzt sind wir schon 1,5 Jahre alt, ne? Und können wir schon was Neues kaufen? Nee, ne? Also guck mal, wir können schon mal gerade nichts Neues kaufen. Wir können aber, glaube ich, jetzt hier bei unserem Scrapbook kann man quasi alle unsere Fotos, glaube ich, sehen, ne? Die wir gemacht haben. Guck mal, das sind wir quasi ganz klein und so. Also das ist auf jeden Fall schon echt ganz cool zu sehen, muss ich sagen. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier wieder weiter und werden ein bisschen älter. Und, oh, was ist denn hier? Wuff, 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 kann ich jetzt hier auch mit duschen oder was gibt? Oh mein Gott, wir müssen das... Komm, wir machen den Vorhang weg, Leute. Oh, yo, wir haben den Vorhang geklaut und da läuft die Mutter hinter uns nackt einfach hinterher. Aber wir haben leider kein Foto gemacht. Dann hätten wir mal ein Foto davon gemacht, Freunde. Ich glaube, auch wenn man alle Fotos gemacht hat, kriegt man sogar irgendwelche geheimen Sachen. Oh, wir, Leute, wir werden davon gleich wieder 3 Monate älter, ne? Okay, lauf, 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 sprinte, sprinte, sprinte. Und zack, 3 Monate älter. Und jetzt sind wir schon fast 2 Jahre alt, Freunde. Wir können jetzt hier sogar anscheinend was Neues kaufen. Und zwar würde ich mal sagen, ich kaufe mal ganz kurz ein bisschen bessere Dekorationen. So ein paar andere Zäune. Sehen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. So, weiter geht es hier. Und oh, ah, ich soll ihn was zu trinken holen, sagt er. Na gut, okay, dann gehen wir mal ganz kurz hier hin und holen ihn was zu trinken, Leute. Was holen wir ihn denn jetzt? Wir holen ihn mal was zu trinken, okay? Die Chili-Soße. Oder nee, was haben wir jetzt gerade geholt? Was ist denn das, Leute? Ist das ein Bier? Oder was war das? Er freut sich auf jeden Fall. Aber was haben wir jetzt? Oder geht's ihm noch gut? Ich glaube schon. Wir haben doch gerade was Böses gemacht eigentlich, oder nicht? Oh, okay, na gut. Anscheinend wurde es irgendwie nicht gezeigt. Na gut, gehen wir mal weiter jetzt hier. Wir werden jetzt nämlich gleich 2 Jahre alt. Ich hoffe, wir feiern gleich Geburtstag, Freunde. Dafür, dass wir 2 Jahre alt geworden sind. So, komm, lauf weiter und plus 3 Monate. Okay, 2 Jahre jetzt schon alt geworden. Wir können jetzt hier... Oh, seht ihr das, Leute? Wir können uns sogar neue Kleidung kaufen. Guck mal. Oh, was? Wie sehen wir denn aus? Wir sehen ja richtig süß aus, Freunde. Okay, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr investieren sollen in unsere Hütte, aber... Wir haben jetzt nämlich gerade Geburtstag, wir können jetzt hier Geburtstag feiern, Leute. Und ich würde mal sagen, wir machen heute mal richtig, gehen mal richtig in den Whirlpool rein. Und dann Foto auf jeden Fall davon machen, weil das sieht einfach nur legendär aus, wie wir da sind mit Hotdog und allgemein so im Pool. Boah, das sieht so cool aus, Freunde. So, laufen wir mal ganz kurz ein bisschen weiter, denn ich möchte ja heute, ich möchte leider das ganze Leben von dem Hund erleben, ne? So, hier ganz, ganz viele Knochen und jetzt hier schon wieder plus 3 Monate, ne? So, was haben wir jetzt hier am Start? Oh, der Hund ist so süß, Freunde. Können wir schon neue Sachen kaufen? Ja, wir können theoretisch auch so einen Mantel kaufen. Aber Leute, ich würde mal sagen, wir sparen noch mal ein bisschen, ne? Dass wir auf jeden Fall gleich noch mal unsere Hundehütte besser machen. So, was möchtest du jetzt hier haben? Oh, ha, Knochen, 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 Knochen. Ich brauche den Knochen, Leute. Los, 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 los. Ja, ja, und wieder zurück. Oh, ich bin gegen die Bank gelaufen. Oh Gott. So, jetzt schnell wieder zurück, Leute. Schnell wieder zu unserem Besitzer. Und den Knochen zurückgebracht. Und ey, wieder ein bisschen abdancen, Freunde. Alter, das war richtig cool. Okay, leider kein Foto gemacht, aber auch nicht so wild, Leute. Und anscheinend habe ich gehört, ne, dass wir, wenn wir 6 Jahre alt werden, irgendeine geheime Sache bekommen, Leute. Also es wird anscheinend richtig krass gleich. Und guck mal, was haben wir jetzt hier? Schaut euch das mal an. Wieder irgend so ein Hundegeschenk, ne? Wann kriegen wir die einfach so oder...
Guck mal, ein neues Outfit, aber Taco, ich will doch nicht aussehen wie so ein Taco, Leute. Das sieht doch richtig komisch aus, wenn wir so ein Taco sind. Okay, komm, hier nochmal plus 3 Monate und jetzt sind wir schon 2,5 Jahre alt. Und wir können jetzt hier, guck mal, wir können jetzt ein bisschen was von unserem, oh ja, wir können jetzt hier zum Beispiel unser Haus ein bisschen erweitern. Jetzt haben wir sogar, oh, seht ihr das? Futternapf links und rechts, das sieht ja richtig gut aus. Okay, können wir weiterspielen. Und was ist jetzt los, Leute? Was jetzt? Was hat der jetzt hier? Wir gehen anscheinend... Leute, wir gehen in Urlaub. Wie cool ist das denn? Yeah, wir freuen uns übertrieben. Urlaub. Wohin geht's? Wohin geht's? Erstmal Foto machen. Natürlich muss ich dann auch erstmal meine ganzen Hundespielzeuge hier reinpacken, Freunde. Ganz, ganz wichtig, ne, dass wir die auf jeden Fall auch nicht vergessen. Jetzt hier auch nochmal ganz unsere Schüssel. Und nochmal mein Lieblingsspielzeug, mein Lieblingstauseil. Okay, komm, meine Hundekoffer sind gepackt. Und guck mal da. Da sind wir. Und da ist unsere ganze Familie im Flugzeug. Und jetzt... Los, flieg los. Whee. Ey, wie cool. Wir sind jetzt einfach im Urlaub, Freunde. Das ist ja so richtig cool jetzt gerade. Okay, weiter geht das hier. Aus dem Urlaub wieder zurück. Oder wahrscheinlich gleich in dem Urlaub, ne? Gehen wir ganz so ein bisschen Gassi. Und dann sind wir gleich schon fast 3 Jahre alt, Freunde. Oh mein Gott, guck mal jetzt hier. Wir sehen so süß aus. Okay, können wir jetzt hier... Aha, nee, ich möchte mir jetzt keine neue Kleidung kaufen. Kann ich mir schon... Oh ja, ich kann jetzt hier nämlich unser Spielzeugbereich, kann ich ein bisschen erweitern, was auf jeden Fall nicht schlecht aussieht. Auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und dann gehen wir ein bisschen weiter jetzt hier mit unserem Hund und, oh, guck mal, die sind gerade in ihrem Bett und ich liege jetzt hier gerade und, oh, ein Räuber kommt, Freunde. Ein Räuber kommt und möchte uns holen oder sowas. Guck mal, der klettert sogar, oh, der klettert ins Fenster rein. Und ich bemerke das natürlich, ne? Ich bemerke das sofort, hier stimmt irgendwas nicht. Geh weg von meinen Besitzern und attackieren. Los jetzt! Wuff, 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 wuff! Erstmal ein Foto von machen. Wuff, wuff, oh ja! Oh mein Gott, ich habe ihn die Hose runtergezogen, Freunde. Ich habe ihn einfach die Hose runtergezogen. Ey, der Arme. Oh mein Gott, wir haben einfach... Naja, also, ob das jetzt ein schlechter Hund war, muss ich jetzt nicht... Weiß ich jetzt nicht so, ne? Und oh, wir haben ein neues... Oh Leute, ich bin gespannt, was wir vielleicht beim dritten Geschenk bekommen, ne? Wenn wir böse weiterhin sind. Weil das ist ja echt cool zu wissen, was wir für ein Geschenk bekommen könnten. So, jetzt hier wieder ein paar Knochen einsammeln. Und jetzt kriegen wir auch, wir sind auch gleich beim letzten Geschenk beim guten Hund, ne? Also da müssen wir auf jeden Fall immer beide Seiten füttern. Und jetzt guck mal, Leute, können wir jetzt hier erstmal schön genau unsere Dekoration. Und jetzt haben wir so eine eigene Hundestatue. Die sieht ja richtig cool aus, die Hundestatue, Freunde. Hier, gerade mal schön am Strand, jetzt hier im Urlaub. Und jetzt können wir hier erstmal schön ein Loch buddeln. Das, was ein Hund macht. Und da hast du ein Foto davon, ne? Los, komm, buddel ein Loch. Jawohl. Buddel dein Loch, genau, und jetzt war schön, der ganze Sand auf unseren Besitzer rauf, guck mal auf beide. Sag mal, ich bin echt ein böser Hund, ne, Freunde. Was wärt ihr eigentlich für ein Hund, würde mich interessieren. Ich bin auf jeden Fall echt der spielende Hund, ne. So, okay, wir sind 3 Jahre alt, Leute, sicher jetzt erst, wir hatten ja Geburtstag, ne. Okay, 3 Jahre sind wir jetzt alt und jetzt sind wir hier sogar schon nochmal 3 Monate älter. Oh, wir sehen so cool aus in unserem Outfit, ich muss sagen, das sieht echt so cool aus und... Hey, guck mal, hier ist anscheinend Hotdog-Stand und, warte, unser Vater betrügt unsere Mutter. Ey, sag mal, okay, los, attackieren wir jetzt unseren Vater, der betrügt sie einfach, ich glaub's ja nicht. Und jetzt haut sie ab, ja, besser ist das. Sag mal, der hat sie einfach betrogen, Freunde. Oh mein Gott, das wird, glaube ich, gleich eine ganz heftige Wendung geben, ne? Und seht ihr oben, wie nah wir jetzt gerade schon beim letzten Geschenk sind von dem bösen Hund. Ey, was? Der betrügt einfach unsere Mutter, Leute. Ich glaub's ja nicht. Okay, mal gucken, wie sich das jetzt gleich weiterentwickelt. Und jetzt haben die... Der will mich bestechen, Freunde. Wir haben einen neuen Bruder. Okay, komm, wir spielen mal mit dem ein bisschen. Ey, der möchte uns bestechen, dass wir es nicht weitererzählen. Vielleicht werde ich es aber noch in dem Video weitererzählen, Freunde. Mal sehen. Ihr müsst dranbleiben, um das zu erfahren. Und jetzt haben wir erstmal schön... Leute, wir haben einen neuen Bruder. Wir haben einen neuen Bruder. Das ist ja so cool. Oh mein Gott, ich habe einen neuen Bruder. Und ich bin auch jetzt hier bei dem Gutsein mit dem Geschenk schon fast nah dran, ne? Ey, Leute, wie würdet ihr unseren Bruder nennen? Habt ihr irgendeinen coolen Namen? Schreibt ihn mal gerne in die Kommentare. Ich weiß auf jeden Fall gerade noch nicht, wie ich ihn nennen möchte. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich meine Hundehütte erweitern möchte. Und ja, Mann, ich habe sogar noch einen weiteren Platz gerade gefunden. Richtig cool. Okay, oh, was denn da jetzt los? Haben wir... Oh, die kümmern sich ja jetzt nur um den neuen Hund. Das ist doch voll doof. Guck mal. Ja, da werde ich aber wütend gerade. Da werde ich aber... Ja, ich werde wütend. Wow. Und jetzt hier erstmal... Ja, Mann, ich schnapp den anderen Hund jetzt erstmal mit dem Hund ein bisschen kämpfen.
okay, das war auf jeden Fall vielleicht ein bisschen zu doll. Aber ich krieg keine Aufmerksamkeit mehr. Und was habe ich jetzt, Leute? Ein neues Geschenk. Oh mein Gott, wie cool ist das denn, Alter? Wir haben gerade alle Geschenke. Obwohl unsere Bar ist oben noch nicht ganz voll, ne? Ich glaube, wir können noch kräftige Geschenke bekommen. Aber ja, das ist das echt das Doofe, ne? Ey, da kriegt man einfach einen neuen kleinen Bruder. Und jetzt sind wir 4 Jahre alt. Wenn die jetzt keine Geburtstagsparty feiern, dann weiß ich auch nicht mehr, Freunde. Und oh, guck mal, es ist Weihnachten. Es ist einfach Weihnachten. Davon muss ich ein Foto machen, ne? Und jetzt können wir ja anscheinend eins von den 3 Kisten auswählen und unser Weihnachtsoutfit auswählen. Ich nehme das in die goldene Mitte, Freunde. Komm schon, bitte. Bitte gib mir ein gutes Weihnachtsmann-Outfit. Bitte lass es schön aussehen. Und ein Riesenknochen. Boah, Leute, ich habe gerade einen Riesenknochen bekommen. Das ist ja richtig cool. Ey, was? Okay, also so ein Riesenknochen, der gefällt mir auf jeden Fall, Leute. Was? Wir haben einfach gerade... Yo, das ist gefühlt der größte Knochen, den ich jemals gesehen habe. So, okay. Wir sind nochmal 3 Monate alt. Wir sind schon über 4 Jahre alt, Freunde. Die Zeit vergeht einfach wie im Flug. Und wir können jetzt wieder unseren Spielbereich ein bisschen cooler machen. Mit nämlich so Hüpfsachen, wo wir so rüberhüpfen können. Ey, das ist so cool, Leute. Ohne Spaß. Und er sagt, tschüss, tschüss. Ich weiß genau, wo du hingehst. Gib mir mehr Knochen und ich werde sie verraten. Ich werde sie erzählen, ne? Ich werde sie erzählen. Oh, die Tür ist offen. Freiheit. Freiheit! Lauf in die Freiheit! Haha, ja! Juhu! Wer bist du denn? Oh, hallo! Alter, Liebe auf den ersten Blick. Oh, erstmal ein bisschen am Hintern riechen, ne, Freunde? Das machen wir jetzt erstmal hier. Hund, ganz normal. Erstmal am Hintern riechen. Das machen die Hunde nämlich. So, jetzt hier kurz Dominanz zeigen. Und ihr scheint es zu gefallen. Yo, Leute, vielleicht kriegen wir heute sogar eine Hundefreundin. Ey, wie süß wir aussehen. Das sieht ja richtig cool aus. Okay. Ey, was? Vielleicht können wir sogar noch heiraten in dem Video. Das wäre ja übertrieben cool, wenn das stattfinden könnte. So, komm, lauf ein bisschen weiter. Dann können das ja anscheinend... Oh mein Gott, wir sind 4,5 Jahre alt, Leute. Wir sind 4,5 Jahre alt. Oh mein Gott, und dann kriegen wir noch irgendwas gleich frei. Und was hat der jetzt hier? Wir müssen nach links gucken. Aha. Ja. Jump. Okay, ich soll springen anscheinend. Okay. Wow. Juri, springen, ich will schlafen. Okay, ich kann jetzt auch schlafen. Alles klar. Möchte er uns das hier irgendwie beibringen? Guck mal, jetzt hier. Applaus, Leute. Wir werden einfach gerade zu einem richtig guten Hund, dass wir auch so hören können. Auf Kommandos und sowas. Und, oh mein Gott. Guck mal, da oben. Wir können was claimen. Ein neues Outfit, ein Piraten-Outfit, Leute. Das werden wir auf jeden Fall später mal anziehen. Das ist ja richtig cool, dass wir so ein Piraten-Outfit haben. Okay, was haben wir jetzt hier? +3 Monate. Und, oh mein Gott, wir sind fast 5 Jahre alt. Guck mal jetzt hier. Da kann man das, glaube ich, gleich sehen, das Piratenoutfit. Irgendwo hier unten, ne? Ja, sieht so cool aus. Okay. Oh, was haben wir jetzt, Leute? Guck mal. Möchtest du auf ein Date gehen? Frage ich sie jetzt. Oh, bitte sag ja. Ja, sie hat ja gesagt, Leute. Juhu. Und Picknick oder Candlelight? Ich würde sagen, wir machen Picknick, Leute. Picknick ist für uns auf jeden Fall echt am entspanntesten als Hund. Und dann machen wir jetzt hier schön Picknick im Hundepark, Leute. So, wie es auf jeden Fall sein muss. Das ist, oh, guck mal, wie süß, Freunde. Das sieht ja so süß aus, ne? Oh, wie süß, ey. Okay, dann haben wir auf jeden Fall schon mal unsere Beziehung weiter vorangeschritten. Und wir können jetzt hier, oh, ganz viele Knochen. Oh, Knochen, ganz viele Knochen einsammeln. Und jetzt sind wir schon, oh mein Gott, Leute. Wir sind jetzt 5 Jahre alt. Yo, oh mein Gott, wir sind so alt schon. Oha, und guck mal, jetzt hier sind wir gerade im Hundepark. Und wer ist das denn, Leute? Hä? Und die verlieben sich jetzt anscheinend, die beiden? Hä? Ey, der bellt uns an. Aua, was boxt der mich? Oh mein Gott, ich muss weglaufen. Ich hau ab, der hat mich gehauen. Das ist die sowieso nicht gewesen, die sieht anders aus. Leute, wir sind jetzt abgehauen, okay? Der hat mich geboxt. Das war gar nicht cool, der hat mich einfach geboxt, ey. Komm, wir laufen jetzt schnell. Komm, sprinte, ja! Sprinte als Hund weiter und... Oh ja, 5 Jahre jetzt schon, Leute. Das ist ja so cool. Ey, wir sind... Oh, was? Wir haben jetzt... Guck mal. Wir haben... Oh mein Gott. Guck mal. Was? Was, Leute? Guck mal, wie schnell wir jetzt, glaube ich, gleich laufen können. Wir haben einfach so ein Dreirad gerade bekommen. Okay, wo ist der? Aha, in der Mitte gerade. Und jetzt dreht sie das... Oh, okay, links. Rechts. Mitte. 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 Mitte ist der Ball. Mitte, Mitte. Ja, wir sind ein schlauer Hund, Leute. Wir sind ein sehr, sehr schlauer Hund und können auf jeden Fall nicht ausgetrickst werden von unserer Mutter. Oha. Und guck
guck mal jetzt hier. Guck mal, wir können... Yo, wir können einfach Dreirad fahren. Oder eher Fahrrad, ne? Wir lernen gerade Fahrrad fahren, Leute. Das ist ja so cool, ne? Und oh, was denn jetzt hier? Wir können jetzt, Leute, wir können einfach... Oh, hallo? Die Hundeshow. Oh mein Gott, wir wurden eingeladen, Leute. Welches Outfit ziehen wir jetzt am besten an? Ich würde sagen, das Löwenkostüm. Ey, wir sehen so cool aus, ne? Erstmal ein Foto von machen. Wir sehen ja so cool aus mit dem Löwenkostüm. Ha! Und wir sind einfach erster Platz geworden, Leute. Wir sind einfach erster Platz. Das ist ja so cool gerade. Okay, jetzt lauf hier. Ja, ja. Und jetzt voll. Komm schon, in die Dingens, Leute. In die Dingens rein. Ja, wir haben so viel, wir sind so in die Pedalen reingerannt gerade. Oh, ja, guck mal. Hier ist unser neues Dinner und das mit unserer alten Freundin. Komm, lass uns ein bisschen Spaß haben. Ja? Was machen die jetzt? Oh, wo gehen die jetzt? Was? Wir können jetzt... Leute, wir haben ein Kind erzeugt. Wie nennen wir das jetzt am besten? Schreibt am besten einen Namen in die Kommentare. Ich nenne es jetzt auf jeden Fall Steve. Okay? Steve heißt unser Sohn. Guck mal, hallo Steve. Leute, wir haben anscheinend gerade ein bisschen Spaß gehabt mit unserer Freundin und haben jetzt gerade einen kleinen Babywelpen erschaffen. Das ist ja richtig cool. Einfach so einen kleinen Babywelpen. Aha, das ist ja so lustig, Leute. Okay, weitere 3 Monate. Und was haben wir jetzt hier? Oh, jetzt sind wir, Leute, wir sind 6 Jahre alt geworden. Guck mal, jetzt können wir, oh, wir gehen hier gerade Gassi. Was passiert jetzt? Ha? Komm. Oh, erstmal auf die Straße gekackt. Und oh Gott, der ist ausgerutscht. Auf einer Kacke, Leute. Ist da einfach gerade ausgerutscht, der Typ. Der Arme. Ist einfach ausgerutscht auf meiner Kacke. Ist da eklig. Okay, wir können dann anscheinend sogar noch hier das Gute claimen. Und da ist sogar noch ein... Oha, so ein anderes krasses Outfit, was wir auch noch claimen werden, Freunde. Und wir haben jetzt... Guck mal, wir haben 700 Knochen. Und sind jetzt sogar 6 Jahre und 3 Monate alt. Komm, kann ich jetzt hier... Guck mal, ich erweite jetzt mal wieder ein bisschen unser Zuhause. Und erstmal hier schön die Dekoration. Leute, wir haben einen eigenen Pool. Wir haben einen Pool. Können wir das Spiel doch im Pool schwimmen gehen? Das wäre richtig cool. Warte mal, kann ich hier... Aha. Hallo. Wir müssen anscheinend jetzt zu unserem... warum liege ich denn jetzt da? Okay, zieh schön an allen vorbei. Ich will nur zu meinem Besitzer. Ich weiß nicht, wer ihr alle seid. Aber ich will nur zu meinem Besitzer jetzt gehen. Los jetzt hier. Aus dem Weg jetzt. So. Ja. Hallo. Hallo, Papi. Hallo Papi, ja, ich bin ein guter Hund. Ey, jetzt wird schon wieder getanzt, Freunde. Yeah, okay. Ey, das ist ja so cool, ne? Das ist so cool. Guck mal, komm schon. Los mit dem Dreirad wieder. Gib ihm voll in die Pedale. Vollgas. Ey, Leute, wir sind ja so ein cooler Hund. Okay, jetzt haben wir... Lol, wir sind jetzt schon 6 und 6, Leute. 6,5 Monate alt, ne? Könnte ich auch ein neues Outfit schon anziehen? Nee, noch nicht. Es kostet 400. Okay, weil es wird langsam mal Zeit für ein neues Outfit. Und was denn jetzt hier? Nein. Oh, guck mal, das sind unsere Babys. Oh mein Gott, der möchte anscheinend... Er möchte unsere... Oh mein Gott, komm, wir verstecken die mal auf euer... Leute, komm, nimm die mit. Ja, das sind meine Söhne. Du kriegst hier nichts. Genau, du nimmst auch nochmal die ganz kurz mit. Nimm Stevie mit. Anscheinend haben wir sogar 2 Stück gemacht. Ne? Ich wusste gar nicht, dass wir 2 Babys gemacht haben. Und jetzt tun wir so, als wäre nichts passiert. Damit der die auf jeden Fall nicht adoptieren kann. Hä, wir haben 3 sogar gemacht. Die sind alle weg. Haha. Habt sie alle versteckt. Kein Problem jetzt hier, Kollege. Oh mein Gott, wir sind einfach Alter. 6 Jahre alt und 6 Monate. Das ist so cool. Und jetzt sind wir sogar schon 6 Jahre und 9 Monate, Leute. Boah. Und ich kann jetzt hier, guck mal, wir kaufen jetzt hier einmal ganz kurz ein neues Outfit. Und zwar kaufen wir jetzt mal hier dieses richtig coole... Alter, wie sehen wir denn aus? Richtig stylisch, Leute. Wir sehen richtig cool aus, Alter. Guck mal, da sind voll viele Hunde im Hundepark. Und, oh mein Gott, wir sollen jetzt schnell ein paar Leute anbellen. Okay, dann lass uns doch mal hier die Leute anbellen. Kein Problem. Können wir gerne machen. Ja, da machen wir auf jeden Fall mit, Leute. Hier, alle anbellen. Wuff, 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 wuff. Ey, die Hunde sind los. Die wissen gar nicht, was abgeht, Leute. Ich sag's euch so, wie es ist. Die wissen echt nicht, was abgeht. Oh, jetzt sind wir sogar gleich schon 7 Jahre alt. Das sind, ey, wir sind ja so alt, Alter. Okay, jetzt komm und bitte lass uns Geburtstag feiern. Ich bin 7 Jahre alt, das ist voll alt. Guck mal, die schwimmen im Swimmingpool. Und jetzt können wir anscheinend, komm, wir essen. Ah, nee, komm, komm, bitte. Das ist ja unser Besitzer, der trinkt gerade, Leute. Schnell, wir retten sie. Bitte, kriegen wir da einen Orden? Ich mach sogar ein Foto davon. Kriegen wir jetzt einen Orden, dass wir sie gerettet haben? Weil, oder wenigstens was zu essen, weil ich hätte doch das Essen essen können, ne?
Und? Oh. Ja, und? Belohnt er uns? Oh, er streichelt uns. Oh, es ist so schön. Er streichelt uns, Freunde. So schön ist das. Ey, wie cool. Okay. Ey, okay, weiter geht's jetzt hier, Freunde. Ey, wir sind schon so alt, ne? Ey, wir sind richtig alt. 7 Jahre ist, glaube ich, schon echt alt für einen Hund oder so. Kann das angehen? Ich glaube, es ist schon relativ alt. Okay, jetzt können wir hier... Oh, oh, nochmal plus 3 Monate. Und, oh, komm, was können wir jetzt machen? Oh, was? Wir haben Hunde. Oh, er gibt uns einfach Leckerlis, Leute. Und ich würde sagen, komm, wir betteln mal ein bisschen jetzt hier. Komm, bitte gib uns ein paar Leckerlis. Bitte, das wäre so toll, wenn du uns Leckerlis gibst, ne? Das wäre so super. Bitte, ey, das wäre super, Alter. Okay, gehen wir ein bisschen weiter jetzt hier. Komm schon, als Hund. Los! Sprinte! Ey, wir sind so alt, Leute. Das ist echt krass, ne? Wir sind so ein richtig kleiner, alter Hund. Und, boah, 7,5 Jahre jetzt schon. Oh mein Gott. Oh nein, Leute. Nein, das ist das geheime Ende. Wir werden eingeschläfert mit dieser Spritze. Och nein, Leute, ey. Wie man sagt, da ist das The End. Oh mein Gott, Leute, wir sind einfach... Wir haben das komplette Spiel durchgespielt und das geheime Ende bekommen. Das ist ja so cool, Alter. Aber jetzt sind wir leider gestorben als Hund. Wenn ihr davon vielleicht noch mehr sehen möchtet, Leute, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt die beiden Videos aus. Haut da rein, bis morgen. Ciao, ciao.